Vergewaltigung ist das Schlimmste, was man haben kann. Schlimmer geht's, glaube ich, gar nicht. Du kannst höchstens noch dein Kind ermordet kriegen. Das ist vielleicht noch schlimmer als Vergewaltigung. Und Vergewaltiger gehören in den Knast. Das ist eine Straftat. Und die Polizei hat versagt in Köln und hat Konsequenzen. Jetzt wird das anders. Das wird nicht mehr passieren, nehme ich an. Man baut doch auf Fukushima kein Atomkraftwerk mehr. Das ist eine Katastrophe gewesen in Köln. Die wird so nicht mehr... Das braucht man. Was wir aber nicht brauchen, ist, dass man jetzt auf einmal Bürgerwehren hat, die in ganz Deutschland Marokkaner schlachten. Das funktioniert halt nicht. Das ist genau das, was nicht funktioniert. Dann haben die Doofen gewonnen. Sexuelle Gewalt an Frauen interessiert uns doch überhaupt nicht. Noch nie hat uns das interessiert. Ein unerledigtes Thema seit Jahrzehnten, was man sich nicht anguckt, was mit Scham behaftet ist. Man müsste ja seine ganze Lebensweise und Denkweise ändern. Und deswegen guckt man. Und dann kommt ein Grund von außen. Und da haben wir dann die Entlastungsdebatte. Und da sind wir dann aber viel, viel, viel genauer, als man es immer. Und das ist ein ganz kurzer Weg vom Rosinenpicker zum Korinthenkacker. Ein ganz kurzer. Da sind wir aber dann ganz speziell. Ganz speziell. Okay. Und wir haben auch die Deutungshoheit. Wir bestimmen, wann ein Land ein sicheres Herkunftsland ist. Und dann werden die abgeschoben. Aber sie heißen jetzt Sinti und Roma. Ja. Früher hießen sie Zigeuner und konnten bleiben. Jetzt heißen sie Sinti und Roma und werden abgeschoben. Wir schieben politisch korrekt ab. Ja. Immer eine Entlastung. Macht immer Spaß. Die Frauenhäuser brechen seit Jahrzehnten in Deutschland aus allen Nähten. Gibt es da 17 empörte Talkshows drüber und 5 Spiegeltitelseiten und ein Notgesetz und Bürgerwehren? Man erledigt die Sachen nicht. Jede 5. Frau ist Opfer sexueller Gewalt. Ja, das sind hier 40 Frauen heute Abend im Saal. Und die Täter sitzen zahlenmäßig unter uns. Und hier sind ganz wenig Marokkaner heute Abend im Saal. Ja, darum geht's doch. Also, das kann ja nicht sein. Dass wir da immer drauf reinfallen und gleich ins Mittelalter zurück. Erstaunlich. Ich glaube aber nicht, dass die AfD viel Zukunft haben wird. Also, die Leute wollen Beyoncé und nicht Beatrix von Storch. Das ist nicht mehr die Zeit. Aber wer weiß, wie es kommen wird. Lutz Bachmann von Pegida ist schon... auf Elba. Manche setzen sich halt rechtzeitig ab. Jetzt hat man rausgekriegt, viele Flüchtlinge haben gar keine Facharbeiterausbildung. Das ist so eine Frechheit. Hallo? Haben die überhaupt kein Gefühl für das, was wir brauchen hier? Die kommen einfach. Ohne Facharbeiterausbildung stehen die dann da. Ja, geht's noch? Hallo? Steht in den Genfer Konventionen, klipp und klar, erst eine Facharbeiterausbildung machen und dann Kriegsflüchtling sein, nicht andersrum. Aber so ist das halt, wir sind viel zu gutmütig. Ich erinnere mich da, wie gesagt, in der Ostukraine, da ist so ein ARD-Team dann hingefahren und die wollten mal die Leute befragen, ob das tatsächlich sein kann, dass die nicht in den Westen kommen in der Ostukraine. Da ist so ein ARD-Reporter, glaube ich, war es, da gab es ja hunderte Dokus an dem Tag, hingelaufen über so einen Marktplatz mit seinem Jack Wolfskin-Jäckchen hingehoppelt, mit so einem Puschelmikrofon und hat so eine ukrainische Frau gefragt, die war um die 60, ob das denn stimmt, dass sie jetzt also nicht nach Westen, und die guckte den nur an und sagte, wissen Sie, wenn wir in den Westen kommen, dann gehe ich bei Ihnen putzen und meine Tochter geht anschaffen. Hat sich umgedreht, hat ihn stehen lassen, dem ist alles aus dem Gesicht. Ja, machen wir uns nicht klar, wie wir gesehen werden vom Rest der Welt. Wir dürfen das alles machen, ja. Selbstverständlich. Das Problem ist, dass die das jetzt bei uns machen. Hallo? Das ist die Sauerei. Seit Jahren und Jahrzehnten laufen die jungen Familienväter oder auch die alten Familienväter nach Feierabend über die tschechische Grenze auf den Kinderstrich. Ja, gibt es da tschechische Bürgerwehren, die deutsche Familienväter grün und blau schlagen? Dass die mit solchen Beulen nach Hause kommen? Hast du wieder Überstunden gemacht? Ja, Frage. Nee, aber das machen wir halt, das geht voll in Ordnung. Das ist eingepreist in der liberalen Gesellschaft. Da muss man halt gucken irgendwie. So funktioniert es halt nicht. 1,2 Millionen gehen jeden Tag, schätzt man, zu Prostituierten in Deutschland. Tja, 1,2.
Die machen das doch freiwillig. Ist doch klar. Ich habe mal eine Doku gesehen, da haben sie die Prostituierten befragt. Da sagte eine, ihr schlechtester Tag waren 6 Freier, ihr bester Tag waren 60 Freier. Das machen die doch freiwillig. Welche Frau möchte nicht gerne irgendwie 60 Männer absamen am Tag? Ein Träumchen. Und gelungene Integration würde bedeuten, dass wir diese jungen Marokkaner hier zu guten deutschen Puffgängern machen. Dass die wissen, wie man mit Frauen hier umgeht. Und das ist dann gelungen. Ansonsten, das ist eine Frechheit, dass sie jetzt hier unsere Frauen anmacht. Hallo? Seit Jahrhunderten vergewaltigen wir unsere Frauen selber. Macht's wie wir, fahrt nach Thailand und verbratet eure nicht vorhandene Rente. Ja, so machen das Deutsche. Und dann, wenn uns dann noch was einfällt, dann sind wir Oberlehrer. Das macht halt dann keinen Spaß. Da geht's immer nicht drum. Dieses neue Prostitutionsgesetz ist absurd. Es wird doch den Opfern nicht gerecht. Die Gesellschaft muss alles Mögliche jetzt diesen Opfern entgegenbringen an Unterstützung. Es kann nicht sein, dass wir wieder nur auf die andere Seite switchen. Das neue Prostitutionsgesetz ist auch von Männern für Männer. Es ändert sich überhaupt nicht. Jetzt haben die Frauen Meldepflicht und regelmäßigen Nachweis für Gesundheitschecks. Ja, warum wieder die Frauen? Die haben wieder die Beweislast auf ihrer Seite. Damit der Vati die Mutti nicht zu Hause ansteckt, weil er sich in der Mittagspause auf Lady Jennifer gelegt hat. Machen wir einfach. Ich fände das andersrum notwendig. Die Freier sollten eine Nachweispflicht haben, oder? Das fände ich super. Die sollten so eine Meldepflicht haben. Ja. Es sollte so eine Chipkarte für Freier geben, das fände ich toll. So eine Freier-Card, fände ich super. Oder? Fände ich super. Musst du ein biometrisches Passfoto abgeben. Ne? Ja, weiß ich, beim Einwohnermeldeamt oder so. Oder beim Rathaus. Ja. Also ein ganz normaler, aufgeklärter Umgang. Frauen sind ja gleichberechtigt bei uns. Das wäre das, was wir immer in der ganzen Welt rumtrompeten. Und dann geht der dahin, der Herbert, mit seinem Passfoto und lässt sich so eine... Und die wird doch wie die Bahncard automatisch verlängert jedes Jahr. Ja, ja. Mit Einzugsermächtigung. Ist doch toll. Modern halt. Moderner Umgang. Toll. Und wenn du richtig guter Stecher bist, dann kriegst du eine Platin-Card irgendwann. Ja, super. Ja, toll. Ja, oder? Und wenn es dann soweit ist, dann können wir den anderen erzählen, wie man mit Frauen umgeht. Das ist interessant. Und dann geht der Herbert nach Feierabend ins Bordell mit seiner Chipkarte, zieht die durchs Lesegerät und dann sagt der Türsteher, hör mal, Alter, dein Gesundheitscheck ist eine Woche überfällig, du Ferkel, kommst nächste Woche wieder. Ja. Und dann sind wir wieder in Augenhöhe mit unseren eigenen Ansprüchen.